Ja, herzlich willkommen zur neuen Marktübersicht und Analyse. Bevor es losgeht, danke für über 100 Abonnenten. Anlässlich dazu ein kleines Gewinnspiel. Ich werde eine kleine Menge Ripple verschenken. Was ihr hierfür tun müsst, ihr müsst einfach nur meinen Kanal abonnieren, am besten die kleine Glocke daneben aktivieren, sodass ihr keine neue Folge mehr verpasst. Und dann schreibt mir einen Kommentar, was ihr denkt, was der stärkste Coin 2018 sein wird, wo ihr am meisten hintersteht und wo ihr am meisten investieren werdet. Und am besten natürlich noch eure Ripple-Adresse mit der Destination Tag. Ich werde dann im nächsten Video das Gewinnspiel auflösen und dann die Ripple an euch senden. Heute geht es in der Marktübersicht auf jeden Fall um unter anderem um NIO und IOTA werden wir uns anschauen. Viel Spaß dabei! Ja, das Market Cap heute bei 595 Milliarden US-Dollar. Die Bitcoin-Dominanz ist ein bisschen runtergegangen, heute bei 53,8%. Der Bitcoin ist bei 19.100 Dollar. Ethereum bei 730 Dollar. IOTA hat ein bisschen nach oben gezogen. Wir haben gestern darüber geredet, dass ein eindeutiger Abwärtstrend in den letzten Tagen vorlag. Scheint so, als könnte er den vielleicht sogar durchbrechen. Schauen wir uns gleich einen Chart an. NIO sehr stark unterwegs, bei inzwischen 73 Dollar auf Platz 13 im Moment. Und hier noch einige Coins, die mit deutlichem Plus in den letzten 24 Stunden unterwegs sind. Verge bei 55 Cent, schauen wir uns gleich nochmal an. Ja, steigen wir erstmal in den Bitcoin-Chart ein. Wir hatten einen kleinen Ausbruch hier um 12%, haben wir uns gestern angeschaut, hat jetzt ein bisschen wieder zurückgezogen, geht wieder ein bisschen hoch. Idealerweise sollte er diese Unterstützung bei 17.300 nicht durchbrechen nach unten. Das wäre für mich ein sehr schlechtes Zeichen. Hier sieht man sehr schön, dass der exponentielle gleitende Durchschnitt der 30er schön als Unterstützung gedient hat. Der ging bis hier runter, bis auf 17.800 Dollar und ist wieder dann hochgegangen. Im Moment wieder leichter Aufwärtstrend. Also bleibt spannend abzuwarten, wie sich der Bitcoin weiter verhält. Im Vergleich zu den letzten Wochen auf jeden Fall weniger volatil, würde ich sagen, seitdem die Bitcoin Futures eingeführt sind. Das können wir auch hier sehen. Wir hatten hier diesen schönen Ausbruch. Jetzt geht es ein bisschen runter, aber halt alles noch im Rahmen. Dann wollen wir uns mal NIO anschauen, den schönen Ausbruch mal angucken. Wir hatten hier einen kleinen Abwärtstrend, würde ich das nicht sagen, aber hier haben wir einen schönen Widerstand gesehen, dass er da immer abgeprallt ist. Den hat er vor 3 Tagen durchbrochen, ist bis auf 80 Dollar hochgegangen, im Moment bei 75 Dollar auf Bittrex. Sieht sehr gut aus für NIO, hat sehr stark zugelegt, wenn man mal hier rauszoomt. Das Allzeithoch hat er auch durchbrochen, das war vorher bei 58 Dollar. Haben wir hier nochmal gesehen, dass er an einem Tag da dran gekommen ist, aber den nicht durchbrechen konnte. Aber am nächsten Tag ist er halt drüber geschossen, dann halt nochmal ordentlich zugelegt. Ja, sieht gar nicht so schlecht aus für NIO. Muss man ab natürlich abwarten jetzt, wie sich das hier weiter verhält, ob es jetzt noch weiter hochgeht. Wenn man jetzt einsteigen will, würde ich es jetzt nicht sofort machen, glaube ich. Also ich würde es nicht machen. Vielleicht auf einen Dip warten, wenn es ein bisschen konsolidiert. Ja, ansonsten sieht es für NIO sehr gut aus. IOTA hatten wir uns gestern angeguckt und hatten gesehen, dass wir einen klaren Abwärtstrend haben. Gehen wir hier in den 4-Stunden-Chart rein. Wir hatten einen klaren Abwärtstrend und der ist jetzt genau, ich hatte diese Linie gestern hier eingezeichnet, so sieht man besser, diesen Abwärtstrend und man sieht hier wieder, der ist genau bis zu dieser Linie gekommen. Und nicht weiter. Wäre sehr gut, wenn er da drüber kommt, ein bisschen signifikant durchbricht, dann könnte man davon sprechen, dass dieser Abwärtstrend durchbrochen ist. Ist halt noch nicht der Fall, aber hat in den letzten Stunden auf jeden Fall sehr stark zugelegt. Aber hier sieht man wieder sehr schön, dass dieser Trend hier und diese Linie auf jeden Fall als Widerstand anzusehen sind. Also hier bei 4,12 Dollar ist er an der Linie abgeprallt. Wäre gut, wenn hier die gleitenden Durchschnitte sich wieder hier durchkreuzen, dass der schnellste hier ganz oben ist, der blaue, 10er exponentielle Durchschnitt. Das Gute ist schon mal, dass er alle gleitenden Durchschnitte hier durchbrochen hat im Moment.
Ja, bleibt spannend abzuwarten. Wenn er hier drüber signifikant geht, würde ich davon ausgehen, dass dieser Abwärtstrend erstmal durchbrochen ist. Gestern hatten wir uns auch Verge angeschaut und hat ja gesagt, dass da jetzt ein kleiner Pullback ist. Und ich hatte gesagt, dass er hier, wir waren gestern hier ungefähr, hatte gesagt, dass er vielleicht hier zwischen 0,5 und 0,618 liegen kann, zurückziehen kann in dem Fibonacci Retracement. Zwischen 47 und 41 Cent hatte ich gesagt, und der ist danach halt auf 45 Cent runtergefallen, ist dann wieder ein bisschen hochgeschossen, konsolidiert jetzt wieder im Moment bei 53 Cent. Aber hier kann man auf jeden Fall sehr schön eine Unterstützung sehen bei 45 Cent, und das sollte auf jeden Fall nicht weiter durchbrochen werden. Ja, ein kurzes Update auf jeden Fall. Vergesst nicht, wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmen wollt, schreibt in die Kommentare, was ihr. Welchen Coin ihr am meisten Hoffnung habt für 2008, der am meisten Gewinn für euch erzielen könnte. Und vergesst nicht, eure Ripple-Adresse und Destination-Tag einzufügen, sodass ihr dann auch am Gewinnspiel teilnehmen könnt. Bis zum nächsten Mal.